Für mein leckeres Mammut-Barbecue brauchen wir heute eigentlich gar nicht viel. Ja, ich habe hier im Anzündkamin meine Spezialbriketts, die ich mir sehr gern für einen Dutch-Ofen verwende. Davon habe ich, muss mal überlegen, 12 und 6, 18 Stück. Also ich werde 12 Stück unten drunter tun, oben drauf auf dem Deckel 6 Stück. Und hier ist mein großer FD12 Dutch-Ofen, den habe ich schon ausgelegt mit einem Päckchen. Das sind 300 Gramm Päckchen. Aber die genaue Mengenangabe findet ihr natürlich unter dem Video heute im Rezept. Dann habe ich hier Schweinebauchscheiben. Ich habe hier Schweinerückensteak. Ja, also hier schön mager, hier schön fettig. Bacon sowieso schön fettig. Dann habe ich hier Pimentos. Ich habe Knoblauch, ich habe Paprika. Ich habe Zucchini-Scheiben, Auberginenscheiben, Zwiebelscheiben, was zum Trinken natürlich und dann natürlich die Mammut-Barbecue-Sauce, Holges Grillgewürz, Barbecue Rub 1.0 und geräucherte Chipotle-Chilis, Jalapenos, geräuchert mit Mesquitholz. Das ist alles, was wir heute brauchen. Ich werde jetzt den Topf bestücken, befüllen und so Hallo bei Holgers Grillen. Ich hab doch keinen Grund. Zuerst geht es natürlich los mit den Würzen. Ich werde jetzt das Fleisch von beiden Seiten würzen. Und ihr wisst ja, unter meiner Videos, da verlinke ich euch ja dann immer meine Gewürze und Barbecue Rubs und vieles mehr. Könnt ihr euch gerne mal anschauen und wenn ihr wollt auch was bestellen. Im Dutch Oven werde ich jetzt erstmal hier am Rand Zwiebelscheiben platzieren. So, bevor ich dann mit dem Fleisch weitermache. Eine Scheibe Bacon, ein bisschen was für die Zucchini, immer Zucchini, Aubergine, Zucchini, Aubergine. Dann nehme ich hier zwei Steaks, wieder Zwiebeln und immer so weiter. Steaks. Paprika, nehme ich von jedem mal eine Farbe, sieht schön bunt aus. Dann aber Pimentos. So. Und dann geht es wieder weiter mit einem Schweinebauch. Halt immer versuchen, dass man das ein wenig so abwechselnd dann im Dutch Oven drin schlichtet. So, und alles, was üblich bleibt, das stecken wir dann einfach oben drauf. So, also kein Stress. Ihr müsst das jetzt keine Rechenaufgabe draus machen. Im Endeffekt ist alles im Topf und später ist sowieso alles vermischt. Also kein Stress. Ihr könnt es wirklich mischen, hier wie ihr wollt. Das macht überhaupt gar nichts. Ja. So, kommt einmal mit. So schaut es jetzt aus. Schön bunt. Ja. Ja, man könnte natürlich alles auf einmal einfach in einen Topf schmeißen, aber das sieht halt nicht schön aus. Und so sieht es halt richtig schön aus. Und das ist jetzt alles übrig. Das schneide ich jetzt alles ganz, ganz klein und streue es noch oben drüber zusammen mit dem Knoblauch. Dann stelle ich meinen großen Topf mal schön gerade hin. Klein geschnittene Zucchini, Aubergine und Paprika, die streue ich jetzt einfach da oben drüber, schön oben drüber und verteile das im ganzen Topf. Das hat man ja dann später in der leckeren Soße, ja? Ja. Noch den Knoblauch mit oben drauf, ein zurückrutschen. So. Knoblauch noch mit oben drauf streuen.
Und zum Abschluss, der Topf ist jetzt fast fertig, stecke ich noch zwei Chilis, zwei Jalapenos, Chipotle Chilis. Die sind mit Mesquitholz geräuchert. Die stecke ich jetzt da noch mit rein. Das gibt noch den extra geräucherten Geschmack und natürlich auch die gewisse Schärfe. Wobei ich ja die Mammut Barbecue Sauce Classic Smoky and Sweet verwende. Die ist ja auch so smoky. So, und dann schütten wir die dann drüber. So, Moment. Ja, das Wasser habe ich vergessen. Da fülle ich jetzt noch einmal auf. Ja. Schüttel das noch einmal richtig schön durch. Und kipp das gar mit rein. So. Und jetzt ist der Dutch Oven startklar für die Glut. So schaut's aus. Der Topf steht auf seine 12 Briketts, die sind unten drunter. Und oben drauf habe ich 6 Stück platziert. Jetzt machen wir den Deckel einfach mal drauf und so circa nach einer Stunde schaue ich mal kurz nach, was da drin passiert ist. So, nicht ganz eine Stunde ist rum, aber knapp. Machen wir mal den Deckel auf. Ich nehme euch mal mit. Schaut euch mal das an. Herrlich, wie das blubbert. Schaut mal, wie viel Flüssigkeit da überall ausgetreten ist. Seht ihr das? Das Quackern und Brutzeln. Ja. Jo, das dauert schon noch eine Stunde bis anderthalb Stunden. Also zweieinhalb Stunden habe ich geschätzt. Und ja, machen wir den Deckel wieder drauf. Und dann ist gut. Ja, es sind jetzt ein bisschen mehr als zwei Stunden vorbei. Oh, jawohl, wir schauen einmal, Oh. Blubber. Ja, wir probieren jetzt einmal die leckere Sauce aus. Ja, die hat ordentlich Bums, die Sauce. Oh. Ein schönes, rauchiges Aroma. Ja, da holen wir uns jetzt gleich mal was aus dem Topf. Ja. Und probieren das natürlich einmal aus. Der Deckel ist jetzt wieder drauf. Ich lasse jetzt die Sauce, also das Ganze noch ein wenig eingucken für ca. 30 Minuten. Da waren es ungefähr 2,5 Stunden. Und ja, in der Zeit trinke ich einmal drüber nach und dann probieren wir es aus. Ja, nun gut, holen wir uns mal was raus aus dem Topf. Ich habe da die Kelle. Normalerweise, ja, braucht man doch kein Messer. Nein, das geht so, das zerfällt. Und das Gemüse, das ist auch fast wie Spaghetti. Oh, das ist schon verdammt lecker. Ja, die Sauce, die ist richtig, die hat sich verbunden mit alles, was da drin ist. Das ist so perfekt, so geil. Alles, was da drin ist im Topf, habe ich euch zusammengestellt in einem Rezept.
und stelle euch unten drunter zur Verfügung. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Frau Holgers Grill. Und so, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Servus. Euer Holger.